Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, kommentiert von eurem Count Muku. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte hier gleich zu Anfang, bevor wir hier zum Mordin gehen, noch kurz verweisen auf das Let's Play zu Mass Effect von Blackskinned Wolf, ehemals neuerdings Wolf Games Entertainment. Gut, er hat den Kanal schon länger umbenannt, aber ist ja egal. Ist in der Videobeschreibung auf jeden Fall, schaut dort mal vorbei. Er macht hier auch ein Let's Play zu der gesamten Mass Effect Trilogie. Ist aktuell auch am dritten Teil dran und macht eher den abtrünnigen Weg. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ein Like abgeben. Organerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv, fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard, wir haben gerade... Alles in Ordnung? Es geht mir gut, Rex. Entspannen Sie sich. Man sollte immer vorsichtig sein und keinem salarianischen Arzt trauen. Der hier ist anders. Ach ja? Was ist das? Einfacher Bluttest. Was für ein? Der Genophage beendet. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er war Ihre Insiderquelle, Rex. Sie können ihm trauen. Salarianer haben komplexe Gedanken. Man weiß nie, ob sie einen nicht in eine Falle locken. Falle? Ivas Freilassung, mein Werk. Hätten sonst nie von ihrer Existenz erfahren. Vielleicht. Aber jetzt ist sie draußen. Wenn ihr was zustößt, werde ich es fühlen. Verstanden. Aber meine Patientin, meine Verantwortung, ihr Wohl hat Priorität. Werde nicht zulassen, dass jemand ihr schadet. Sie haben ja Eier, Doktor. Beschützen Sie sie. Unsere Frauen haben genug durchgemacht. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Ich komme wieder. Verbreitete Phobie. Angst vor Nadeln. Oder salarianischen Ärzten. Muss jetzt arbeiten. Bevorzuge Frauen der Spezies. Ach so. Wir haben hier Eva. Wie lang dein Helmstoff? Nein. 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 Der gesamte Katalyseprozess würde scheitern. Schwere neurologische Schäden. Vergessen. Wovon reden Sie? Methode, funktionales Heilmittel zu extrahieren, ohne sie zu töten. Viele Variablen. Ihr Immunsystem angeschlagen. Überlege Optionen. Und das müssen Sie laut machen? Ja, auditiver Lerner. Muss mich denken hören. Konversation simulieren, um neue Ideen zu fördern. Produktivität zu maximieren. Aber Sie reden über meinen Tod. Oh, Verzeihung. Medizinische Details fördern emotionale Belastung. Hatte Effekt auf Patienten nicht bedacht. Nein, ich kann dabei nur nicht schlafen. Gebe Bestes, Sie am Leben zu halten. Vermeide sensible Themen. Interessant, ja, Mordin ist halt nun mal so drauf. Shepard, Blutuntersuchung abgeschlossen. Ivas System steht unter schwerem Stress. Malins Daten sind gründlich und zum Glück sehr detailliert. Habe Notizen benutzt, um ihren Zustand zu verbessern. Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmittel. Meine medizinische Ansicht. Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Sie schätzen sie. Meine Patientin, meine Verantwortung, fand sie auf STG-Basis. Hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. Dann war es also richtig, die Daten aufzubewahren. Das war es. Wäre sonst viel schwieriger, Eva zu behandeln. Vielleicht unmöglich. Und die Experimente, die wir auf Tuchanka gesehen haben? Monströs. Abstoßend. Aber jetzt mit klarem Ziel. Opfer sind nicht umsonst gestorben. Also heiligt der Zweck die Mittel? Nicht meine Mittel. Aber Sie nutzen die Daten und ermuntern zu weiteren Experimenten wie Malens. Ermunterung unnötig. Wissenschaftler werden immer unethische Tests durchführen. Kann daran nichts ändern. Aber kann Eva helfen? Kann Genophage heilen? Werde für ihr Überleben entscheidende Daten nicht wegen unethischer Herkunft ignorieren. Wissen Sie, warum sie immun ist?
Genophage beeinflusst Hormonproduktion während Schwangerschaft. Modifikationsprojekt nutzte denselben Umstand. Ihre Immunität völlig anders. Befallene Drüsen jetzt funktionslos. Wie Blinddarm beim Menschen. Andere Drüsen mutiert. Produzieren richtige Hormone. Ermöglichen Geburt. Erklärt auch ihre Schwäche. Drüsenersatz nicht perfekt. Gesundheitsprobleme. Ach so. Könnte das bei allen Kroganerinnen klappen? Ja. Benutze Ivas Gewebe für Herstellung von Mutagen. Ändere Drüsenfunktion bei gesamter Spezies. Muss Mutagen ebenfalls verbessern. Hormonproduktion feinjustieren. Sonst chronische Krankheit bei allen Kroganern. Sie haben Ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur. Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne kroganische Hilfe. Kroganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Sonst nichts? Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gab keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon. Aber ohne Erfahrung, Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. War nett mit Ihnen, Morden. Danke, Shepard. Bin froh, zurück zu sein. Werden Sie bleiben, wenn das hier vorbei ist? Bis zum Ende der Reaper auf alle Fälle. Danach noch unsicher. Habe Eindruck in Galaxie hinterlassen. Genophage-Modifikation, Genophage-Heilmittel, Arbeit gegen Kollektoren, Entscheidungen, Fehler. Gehe vielleicht an sonniges Plätzchen. Am Strand sitzen, Ozean anschauen, Muscheln sammeln. Nach einer Stunde würden Sie durchdrehen. Könnte Tests an den Muscheln durchführen. Ach ja, Morden. Der ist einfach nur zu gut. Wollen wir mal reden hier mit Eva. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden Ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich Ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn Ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse. Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kroganer aufblühen. Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt. Mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels, oder er stirbt. Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert, dass es immer einen Ausweg gibt. Wie sind Sie in Malens Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malen versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Ein rivalisierender Clan? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag Tuchanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malen war unsere beste Chance. War es das Ganze wert?
Absolut. Zum Entzünden eines Feuers genügt eine Kerze. Und schon gibt es keine Dunkelheit mehr. Tut mir leid, dass sonst keine überlebt hat. Ich weiß. Kurn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht. Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von T'Chanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Was halten Sie von Rex? Wenn er nicht gerade versucht, halb T'Chanka zu bespringen, ist er das Beste, was den Kroganern passieren konnte. Aber das sage ich ihm nicht. Sein Kopf ist schon groß genug. Buchstäblich. Er ist jetzt ein starker Anführer. Rex will tief in seinem Herzen nur das Beste für uns. Auch wenn einige Clans das anders sehen. Warum sind die anderen Clans gegen Rex? Sie wollen doch auch eine bessere Zukunft. Zusammenarbeit liegt nicht in der Natur unserer Männer. Sie sind selbstsüchtig und wollen nur überleben. Rex ist anders. Er ist ein Mutant. Das können Sie ihm ruhig sagen. Okay. Keine Ahnung, wie der da darauf reagieren wird. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das, mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hoffften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Hatten Sie auch jemals diesen Gedanken? Ja, nach meiner ersten Todgeburt. Was hat Sie vom Selbstmord abgehalten? Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung. Denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist? Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sich schräg ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Vorcha-Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Sein Ohr war's nicht. Schön. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich habe erst wenige Menschen kennengelernt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Okay, sehr cool. Und dann würde ich sagen, wir gehen eine Runde rauf. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme gesehen hat, allerdings ist noch im Ecken gestanden, dass irgendwie der Controller leer ist. Na, super schön. Versuche hier noch auf die Zitadelle zu kommen und noch die letzten Reste des Akkus hier aufzubrauchen und dann den anzuschließen. Sonst wird es nichts mehr mit Zocken. Naja, schön. Soll es geben. Wir hatten jetzt ja auch schon wieder ein längeres Gespräch. Auf der Zitadelle gibt es auch noch einiges zu tun. Und einen Cut möchte ich nicht unbedingt machen, außer ich kann hier gar nichts mehr steuern. Ist ja auch schnell mal möglich. So, aber wir gehen hier rauf. Und ja. Suchen mal eine Runde den Weg zur Zitadelle. Oder gibt es hier noch was? Ein Treibstoffdepot?
Wir haben allerdings schon genügend Treibstoff. Ansonsten gibt es hier nichts zu scannen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir düsen zur Zitadelle. Wir haben noch eine Menge andere Missionen natürlich und auch eine Menge Systeme zu erkunden. Aber zuerst möchte ich diesen Teil hier abschließen. So, Zitadelle. Gehen wir mal eine Runde an Bord und schauen, was wir denn alles schon abliefern können. Wir haben ja schon eine Menge Dinge, die wir inzwischen gesammelt haben. Wir haben auch noch Dinge auf der Zitadelle, die wir noch nicht erledigt haben, unter anderem das Treffen mit der Arya. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nö. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Checke gleich lieber vom Dock aus, was denn alles zu erledigen ist. Es wäre natürlich noch cool, wenn man bevor das Transportmittel kommt, man nachschauen könnte auf der Karte, wo die Leute sind, damit man etwas planen könnte, aber ja gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Werden wir überleben, hoffentlich. Ist schon so mancher vor Langeweile gestorben in den Liften der Zitadelle. So, okay. Wir schauen gleich mal auf der Karte nach. Okay, Cortez und Miranda sind hier. Ach ja, stimmt, Miranda hat ja auch einen Brief geschrieben. Also, ja, ein E-Mail. Wir haben hier noch Bailey, Udina, Thane, Asari-Wissenschaftlerin. Okay, das wird eine Nebenmission gewesen sein. Kaidan ist immer noch da, können wir vielleicht auch reden. Hier Arya und James. Barlafon und Lier, was will ein Barlafon noch von uns? Seltsam. Und der Prediger von Frachtraum C. Okay. Schön. Shepard, da sind Sie ja. Miranda, kennen wir dich denn noch? Commander Shepard, es ist viel zu lange her. Wir leben in interessanten Zeiten. Ein bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es kein Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Mir geht's gut. Wir werden irgendwie Chancengleichheit herstellen. Wir müssen. Jeder hat eine Schwäche. Sogar die Reaper. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden. Wie Sie. Die Citadelle ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Worum geht's? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar. Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden sie. Falls Sie hier nach Spuren suchen, wer mit Cerberus zu tun hat, wird schwer zu finden sein. Ich weiß. Ein paar Leute schulden mir noch einen Gefallen. Jemand wird mir etwas über Oriana erzählen. Es ist lange her. Wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe mich versteckt.
Vor allem auf der Flucht zu sein, klingt romantischer, als es ist. Das wusste ich nicht. Schon okay. Wer Cerberus einfach so verlässt, muss eben mit Konsequenzen rechnen. Kann ich mir vorstellen. Sie sind gefährlich. Das bin ich. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater etwas mit Orianas Verschwinden zu tun hat? Ich habe meine Schwester überwacht und wusste immer, wo sie war. Dass sie einfach verschwindet, muss sein Werk sein. Ich wusste, dass er nichts unversucht lassen würde, um sie zu finden. Er hat nur noch sie. Ich habe eine Vermutung, was passiert ist, und sag's Ihnen, wenn ich sicher bin. Haben Sie den Unbekannten getroffen? Nur einmal. Er sagte, er habe gern mit mir zusammengearbeitet. Aber er musste das Problem eindämmen. Problem eindämmen? Klingt endgültig. War es fast auch. Er wird ungern abgewiesen. Stimmt. Das mag er nicht. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Tja, die gute Miranda. Vielleicht treffen wir ja nochmals auf sie. Wäre gut möglich. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Und ich denke, das wird sich auch als etwas Größeres herausstellen. Die Geschichte mit Orianna und ihrem Vater. Wir haben hier allerdings, glaube ich, noch Cortez rumlungern. Dem reden wir auch noch kurz. Endlich sind sie runter von der Normandy. Ich bin froh. Trotz des Flüchtlingschaos tut es gut, so viele Schiffe im Flug zu sehen. Es bringt mich zum Nachdenken. Eine Fregatte der Turianer. Müsste die PFS Hyvencore sein. Ein turianisches Kriegsschiff auf der Citadel? Sie will nach der Schlacht vermutlich ins Trockendock. Ihre Antriebskernemissionen sind unruhig. Alleine humpelt sie in den Hafen. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Kampf unterzugehen, so wie ihre Familien zu Hause. Reden Sie über die Turianer oder über sich selbst? Ich hätte dort sein sollen. Mit Robert. Dann wären sie tot. Und wir hätten uns nie kennengelernt. Stimmt. Das ist das einzig Gute daran. Ich bin froh, mit Ihnen zu dienen, Shepard. Künftige Generationen ruhen auf den Schultern dieser Turianer. Und auf unseren. Niemand gibt auf. Die Turianer nicht, ich nicht, sie nicht. Wenn das jemand schaffen kann, dann sie. Und ich bin bei Ihnen. Ich muss loslassen. Diesmal wirklich. Die Flüchtlinge haben eine Gedenkmauer errichtet. Mit Erinnerungen an geliebte Personen. Vielleicht könnte ich... Was hält sie davon ab? Nichts. Ich meine... Ich denke drüber nach. Okay, dann mach das, Cortez. Ist dein Recht. Gut, mit diesem Ausblick auf dieses turianische Schiff, das dort irgendwie gar nicht... zu sein scheint, oder es ist schon vorbeigeflogen, naja. Wie auch immer, beenden wir diese Folge. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 3, kommentiert von eurem Kant Muku. Danke fürs Zuschauen und bis denne!